Guten Morgen, Milady. Guten Morgen, Jax. Wie fühlen sich Milady heute Morgen? Ausgezeichnet, Jax. Das Frühstück, Milady. Ham und Eggs. Schinken mit Ei. Schon wieder Ham und Eggs? Warum gibt es denn keine sauren Nieren mehr? Das Geld fehlt uns dazu, Milady. Das Geld. Immer das Geld. Ich soll eure Lordschaft gütigst daran erinnern, dass Milady heute Geburtstag haben. Ich weiß, James. Wünschen Milady die gleiche Prozedur wie letztes Jahr? Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr, James. Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr. Same procedures every year. Milady, Graf und Gräfin Cumberland möchten ihre Aufwartung zu ihrem Geburtstag machen. Wie reizend. Graf, Gräfin, kommen Sie nur herein. Meine verehrte Lady Captain, zu deinem Geburtstag wünschen meine Gattin und ich Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Auf deinen hohen Fuß. Milady, General Snowdon möchte Ihnen seine Aufwartung zu Ihrem Geburtstag machen. General, wie liebenswürdig von Ihnen, an mich zu denken. Meine allerliebste Captain, du siehst noch genauso jung und frisch aus wie vor 70 Jahren, als wir uns kennenlernen. Auf dein Wohl, Attacke, Prost! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Naja, lassen wir das. Liebe Kathy, du hast heute Geburtstag. Ich weiß. Und da wollten wir dir alle herzlich gratulieren. Ihr stört mich hier mit meinen Gästen. Graf und Gräfin Cumberland sind hier und der General Snowdown. Aber Mutter, die sind doch schon alle tot. Das will ich gar nicht wissen. Vielleicht wandern ihre Seelen hier im Raum. Schluss mit dem Quatsch. James, bitte bringen Sie uns das Frühstück. Rose, den Tee bitte sehr. Jetzt feiern wir Geburtstag. Warum hast du eigentlich unser Schloss verkauft, Papa? Die Steuern, meine Liebe. Die Steuern sind zu hoch. Und an der Börse haben wir in den letzten Jahren auch nur noch Verluste gemacht. Nicht einmal mehr saure Nieren können wir uns leisten. Sieh dich doch einmal hier um. Das Dach müsste repariert werden. Der Garten ist ungepflegt. Weil wir uns keinen Gärtner mehr leisten können. Das Personal ist heute eben auch viel zu teuer. Zu hohe Lohnnebenkosten. Und an wen hast du das Schloss jetzt verkauft? An eine Familie Goodman aus Washington. Der Mann ist Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika. Was? An Amerikaner hast du es verkauft? Schäm dich! Wo bleibt dein britisches Ehrgefühl? Wenigstens haben die Amerikaner das Geld, um sich so ein Schloss überhaupt leisten zu können. Was habt ihr denn bloß alle mit diesem Amerika? Also Arthur, wenn dieses Amerika, von dem ihr da sprecht, auf dem Kontinent liegt, dann protestiere ich auch das Schärfste. Dann wende ich mich an den König persönlich. Schließlich ist er ein Cousin der Urgroßtante meines Urgroßneffen zweiten Grades, der in der Schlacht von Trafalgar dabei war. Der König hat genug mit seinen Schwiegertöchtern zu tun. Der wird sich gerade um uns kümmern. Na dann, gute Nacht, Britannien. Der König kümmert sich nur um seine Publicity und währenddessen kaufen die Amerikaner uns alle aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir verkaufen das Schloss und ziehen in eine schöne Stadt um. Jennifer hat es dann näher zu ihren Partys. Geoffrey könnte endlich einer beständigen Tätigkeit nachgehen, zum Beispiel studieren. Und für Mutter engagieren wir ein paar Schauspieler, die jeden Tag mit ihr Geburtstag feiern. Das ist dann wohl das unrühmliche Ende einer 600 Jahre alten Familientradition. Thank you.
nehmen wir mit. Wie soll man ein Gespenst in eine Stadtwohnung umziehen? Aber du kannst doch ein echtes englisches Gespenst nicht den Kulturbanausen aus Amerika ausliefern. Schluss mit dem Quatsch. Ich habe die Amerikaner gewarnt, dass es im Schloss spukt. Sie haben das Haus samt Möbeln und Gespenst gekauft. Es gehört ihnen. Basta. Seelenverkäufer. Familienverräter. Arthur, ob das wohl gut geht?
Schloss Kettering wurde an Amerikaner verkauft, eine neue
Wasser für das Geschwätz von Ketterwin. Oh, aha, da kann man jetzt direkt neidisch werden. Liebe die Begierden, ich glaube, ich handle in unserer aller Namen, wenn wir unseren Gespensterkollegen zur Zeile der Canterwin eine Grußkarte übermitteln lassen mit unseren Glückwünschen. Denn nach 400-jährigen Laufbahn hat er so einen Höhepunkt zweifellos verdient. Ich erhebe das Glas auf zur Zeile und wir treten in die Sitzungspause. Hör auf mit dem Unsinn, da dreht es dann mehr.
mehr den Magen um. So ein Schloss ist eine Antiquität. Da sollte man etwas mehr Ehrfurcht haben. Wir werden dem Schloss schon noch das Fürchten geben. Stimmt es eigentlich, dass es hier ein echtes Gespenst gibt? Der alte Lord hat es jedenfalls behauptet, als er mir das Schloss übergab. Ich halte so etwas allerdings für unmöglich. Es widerspricht allen neuen Forschungen in dem Gebiet der Physik und Medizin. Naja, die Forscher haben sich schon so manches Mal geirrt, besonders wenn es um das Übersinnliche ging. Wenn du meinst, dann lasse ich einen Forschungsauftrag an der Universität von Harvard in Auftrag geben. Lieber nicht, sonst haben wir hier ja gar keine Ruhe mehr. Dann springen lauter alte Professoren mit Listen und Tabellen im Haus herum. Das wäre aber ein echt guter Start in die Werbung für das Schloss. Können wir aus Harvard nicht auch gleich eine Wirtschaftlichkeitsstudie machen? Jetzt lasst uns doch erstmal in unser neues Heim hineingehen, bevor ihr so weitreichende Pläne schmiedet. Sicherlich wird sich das Gespenst, sofern es überhaupt existiert, rücksichtsvoll verhalten. Die englische Höflichkeit ist ja weltberühmt. Das ist ja das reinste Museum. Tom und Jerry, hier könnt ihr nicht wie zu Hause auf den Möbeln herumtun. Die sind zu wertvoll. So was Blödes. Man kommt sich direkt aristokratisch vor. Das ist mir gar nicht so recht. Schließlich sind wir hier die offiziellen Vertreter einer demokratischen Nation. Ja, ja, denn ich weiß schon. Aber man muss sich auch mal ein bisschen begeistern können. Naja, ein wenig umräumen werden wir schon müssen. Hier ist alles so unpraktisch angelegt. So lebte man vielleicht vor 100 Jahren. George, morgen wollen wir gleich mal ein paar Handwerker anrufen. Und vielleicht auch einen Architekten. Es muss schon etwas moderner und praktischer sein. Und da hat in 350 Jahren niemand daran gedacht, diese Fleck mal zu entfernen?
Gnädige Frau, seit diesem Tag liegt ein Fluch über dem Schloss. Sir Simon hat nie die ewige Ruhe finden können. Der Blutfleck lässt sich nicht entfernen. Wer es versucht, bringt Unheil über sich und das Schloss. Rose, was erzählen Sie denn da für Schauermärchen? Das ist doch ein völlig überholter Aberglaube. Wischen Sie den Fleck weg. Morgen will ich ihn hier nicht mehr sehen. Nein, nein, gnädiger Herr, bitte nicht. Das können Sie nicht von mir verlangen. Lieber kündige ich. Wer jagt dir denn eine solche Angst an? Sir Simon, das Gespenst. Also doch ein Gespenst, ja, ja. Lasst nur, das erledigen wir gleich. Dann braucht Rose nicht zu kündigen. Ich habe aus Washington einen neuen Fleckenentferner mitgebracht, der als wahres Wundermittel angepriesen wird. Dr. Hartmanns Fleckweg. Den können wir gleich mal erproben. Na bitte, schon ist der Fleck verschwunden. Na, die Gute scheint ja reichlich unaufgeklärt. Scheint in ländlichen Gegenden, in nicht-demokratischen Staaten wohl verbreitet zu sein. Der Donner ist eine völlig leicht erklärbar physikalische Scheinung. Entladung von Elektrizität und so weiter. Ich habe langsam Hunger. Das ist eine gute Idee. Wir essen jetzt erstmal etwas Anständiges und dann gehen wir schlafen. Es war ja schließlich ein anstrengender Tag heute. Thank you.
seinem Schloss und auch noch aus Amerika. Das ist die erste vernünftige Abwechslung in den letzten 120 Jahren. Diese Canterburys waren zum Schluss ja nur noch Waschlappen. Kein Mumm mehr in den Knochen wie zu meiner Zeit. Dann wollen wir den neuen Schlossbewohnern doch zur Begrüßung mal einen kleinen Schrecken einschalten. Was? Der Fleck ist weg? So eine Frechheit! Seit 1585 pflege ich diesen Fleck und passe die Farbe immer wieder dem Zeitgeschmack an. Jetzt kommen diese dahergelaufenen Yankees und machen ihn einfach weg. So eine Frechheit, den werde ich zeigen. Erst malen wir den Fleck wieder hin. Zum Glück hat das Fräulein Tochter ja ihren Farbkasten mitgebracht. So, und jetzt wird gespuckt, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Am besten nehme ich meine Rolle als der blutige Ritter Hans von Greifenstein. Damit habe ich anno 1894 dem Erzbischof von Manchester einen solchen Schrecken eingejagt, dass er den Verstand verlor und sich seither in einem Nonnenkloster versteckt. Thank you.
sind noch Fingerabdrücke. Sofort konservieren. Auf diesem Teppich wurde vor einiger Zeit Milch verschüttet. Nehmt eine Probe fürs Labor mit. Und der Tisch wurde vor nicht allzu langer Zeit von seinem ursprünglichen Platz nach links verschoben. Das nehme ich aufs Bild mit drauf. Was hat denn dieser Blutfleck hier zu bedeuten? Sicher unwesentlich. Wurde vergessen wegzuwischen. Sag mir besser nicht dem Chef, aber soll ich trotzdem ein Bild machen? Bloß nicht. Meine Lieben, ich habe Sie hergebeten, da ich nun doch etwas Sorge habe wegen der Ruhestörung heute Nacht. Da wir alle als moderne Menschen nicht an Gespenster glauben, habe ich Scotland Yard gebeten, in dem Fall Untersuchungen einzuleiten. Inspektor Hastings und Sergeant Miller werden uns freundlicherweise Bericht erstatten über die Erkenntnisse, die sie bei der Spurensuche gewonnen haben. Bei unserer Suche nach Fingerabdrücken und dergleichen Spuren konnten wir keine Hinweise auf übersinnliche Erscheinungen, wie zum Beispiel Gespenster, gewinnen. Neben den üblichen Dingen fielen uns nur einige Tropfen Schmieröl unbekannter Herkunft auf. Ach, wirklich? Wie ca. 15 lehmähnliche kleine Kugeln. Ist ja ein Ding. Was? Und was ist mit dem Blutfleck? Ach ja, der Blutfleck. Die Farbe ist frisch und stammt von einem handelsüblichen Aquarellkasten ab, wie er in der Schule verwendet wird. Na schön. Viel ist das ja gerade nicht. Aber wenn schon. Rose, wischen Sie den Fleck am Kamin wieder weg. Oh nein, oh nein! Es gibt ein Unglück! Entschuldigen Sie den kleinen Zwischenfall. Unsere Haushälterin hat keinen sehr stabilen Kreislauf. Aber wir danken Ihnen sehr für Ihre Bemühungen. Keine Ursache, Herr Botschafter. Tut mir leid, dass wir nicht mehr herausgefunden haben. Die Sache ist reichlich mysteriös. Ja dann, goodbye. 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 Tja, das war's dann wohl. Ich glaube, die Polizei ist mit solch einem Fall überfordert. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Thank you.
Diesmal kommt ihr mir nicht mehr so leicht davon, ihr Amerikaner. Was? Der Fleck ist schon wieder weg? Die bringen mich noch zu Weißen mit ihrem Sauberkeitsfimmel. Schnell den Farbkasten her. Oh Mist, kein Rot mehr da. Egal, dann nehmen wir eben Grün. Hauptsache Blutfleck. So, und jetzt kommt der Spruch. Heute in einer meiner Glanzrollen. Nämlich das Wassergespenst von Haribo Hill oder der Graf von Kass. Mit dem habe ich vor 70 Jahren eine gewisse Lady Barbara so erschreckt, dass sie ihren Prinz, ihre Verlobung mit dem Prinz von Oranien auflöste und mit einem Gärtner wo beide von wilden Tieren zerfetzt wurden. Thank you.
Jetzt erzählen Sie mir mal der Reihe nach, was ich heute Nacht gehört habe. Also, Herr Detektiv, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, Stimmen gehört. Da müssen unheimlich viele Leute, Räuber und Einbrecher im Haus gewesen sein. Ich hatte solche Angst. Eins nach dem anderen. Wann haben Sie gestern das Essen serviert? Ungefähr um 18 Uhr. Und wann haben Sie Ihre Küchenarbeit beendet? Circa 22 Uhr. Aha, und was haben Sie dann gemacht? Ich ging erst ins Bad, anschließend in mein Zimmer. Ich lese immer noch eine halbe Stunde in der Goldenen Post. Da fährt man immer alles Wichtige und wird so schön müde. Na, sehr aufschlussreich ist es nicht. Trotzdem, vielen Dank. Also, langsam wird es mir zu bunt. Etwas muss allmählich geschehen, damit wir wieder zu einem normalen Schlaf finden. Deshalb habe ich jetzt einen Detektiv bestellt, der dem Fall nachgehen soll. Etwa diese ulkige Figur, die schon den ganzen Tag im Sessel herumsitzt, ohne etwas zu tun? Ich halte mich zwar geschäftigen, hektisch und hin und her tun. Das bringt überhaupt nichts. Ich sitze hier und lasse meine kleinen grauen Zellen für mich arbeiten. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Man muss nur von der richtigen Seite her anfangen. Und was sagen Ihre kleinen grauen Zellen jetzt? Nun ja, die Feder- und Daumenspuren führen zweifellos auf einen ihrer Kissenschlacht her, in die beiden jungen Herren des Hauses verwickelt sein dürfen. Und der Blutfleck am Kamin ist eine plumpe Fälschung. Vielleicht sollten wir bei den Malkasten der jungen Damen untersuchen, ob noch alle Farben da sind. Naja, wie auch immer. Als erstes kommt jetzt wieder dieser Fleck weg. Naja. Monsieur Hercule, wir danken Ihnen sehr für Ihre Bemühungen, die uns schon ein Stück weitergebracht haben. Mal sehen, was in der nächsten Nacht passiert. Ich bin ein Sackender, das ist die Däder.
Sir Simon, das Gespenst im Bedrängnis. Gib die Zeitung her. Liebe Kongressteilnehmer, liebe Gespensterfamilie, die Lage ist ernst. Wir müssen handeln. Jetzt müssen wir an die Waffe greifen. Gebt mir das Kommando und ich verspreche euch, Veni, Veni, Vici, wir werden siegen. Ich habe es ja schon immer gesagt, man hätte Karthago gleich zerstören sollen. Dann wäre das alles nicht passiert. Seid still, ihr versteinerten Schwachköpfe. Wir müssen mit den Amerikanern verhandeln. Wir bilden eine Delegation unter meiner Führung. Graf Dracula, Marquis de Sade, ihr kommt mit mir. Lesen Sie einmal dieses Buch. Es ist von unserem besten New Yorker Psychiater geschrieben.
Ein paar Sitzungen bei einem Fachmann kann ich Ihnen gern vermitteln. Und dann geht es bestimmt wieder besser. Ah, ein Gespenst! Hilfe! Hilfe! Tom und Jerry, also das finde ich ganz schön ungezogen von euch. Einem psychisch kranken Gespenst so ein Schrecken einzujagen, schämt euch. Mama, lass ihn nur. Das geschieht dem Kerl doch recht. Ab ins Bett. Darüber reden wir morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, ein Gespenst habe ich da noch nie gesehen. Das ist ja grauenerregend. Ich muss mit dem Kollegen mal reden. Vielleicht können wir gemeinsame Sachen gegen die Amerikaner. Ah, da ist er ja schon. Hallo? Kollege, na, wie geht's? Was? Rede mal lauter. Du bist ja schnell schlau. Betrug! Das ist ein lumpiger Betrug! Meine Nerven, das halten meine Nerven nicht mehr aus. Hallo? Ist da wer? Ja, ich bin es, Samantha. Bleib mir bloß vom Leib. Von euch Amerikanern kann nichts Gutes. Hab keine Angst, ich tue dir nichts. Ich will ja nur dein Bestes. Mein Bestes? Dass ich nicht lache. Deine Familie bringt mich noch ins Grab. Zum Beispiel dein Vater mit seiner Paragrafenreiterei. Das musst du verstehen. Er ist von Hause aus Jurist und als Botschafter muss er täglich nur mit Gesetz unterlassen arbeiten. Oder deine Mutter. Schmieröl, Verdauungstropfen. Ja, ein Psychiater will sie mir anhängen. Sie ist eben eine moderne Frau. Dein großer Bruder geht ja noch. Ich verstehe zwar nicht, was er mir da vorschlägt, schlecht ist es nicht, aber diese zwei kleinen Tagediebe, diese Rotzlöffel, die vermiesen mir das ganze Jahrhundert. Wenn du nicht an die spucken würdest, dann würden sie sich in Ruhe lassen. Es ist einfach albern, von mir zu verlangen, nicht zu spucken. Ich muss mit den Ketten rasseln und die Schlüssellöcher heulen. Das gehört zu meinem Beruf. Wenn ich doch nur in einem kühlen Grab liegen könnte. Wie andere Menschen auch. Warum kannst du nicht sterben? Ein Fluch liegt auf mir. Kein Wunder. Schließlich war es auch eine abscheuliche Tat, einfach so deine Frau umzubringen. Du kanntest sie ja nicht. Sie war eine Xantipe, die Folter in Person. Noch schlimmer als deine ganze Familie zusammen. Du roher, ungezogener Geselle. Erst stiehlst du mir meine Farben aus dem Malkasten und jetzt beleidigst du auch noch meine ganze Familie. Halt, nein, nein, geh nicht! Ich bin so müde. Seit 300 Jahren habe ich nicht mehr geschlafen. Weit von hier, jenseits des Tannenwaldes, liegt ein kleiner Garten. In ihm wächst hohes, dichtes Gras und die weißen Sterne des Schierlings blühen darin. Der Mond scheint durch die silbergrauen Zweige der Eiche und die Nachtigall singt durch die Nacht. Der Garten des Todes? Ja, der Tod muss schön sein. Kennst du die Prophezeiung, die auf den alten Fenstern in der Bibliothek steht? Ja, ich habe sie oft gelesen. Sowas engagiert. Sehr weise, gnädige Frau.
etwa diese alte Schachtel? Es ist doch Mopitz, was sie da macht. Madame Esmeralda Guzowiczynski ist ein Medium. Sie hat schon mal mit Abraham Lincoln Kontakt gehabt. Clementine, ich bin entsetzt, dass du an solche Scharlatanerien glaubst. Warte doch nur einmal ab. Madame, bitte beginnen Sie. Ich sehe eine große, schöne Mann. Das bin ich. Und dieser Mann hat große Gegenstände in Hand. Das sind meine Akten. Jetzt ist er weg. Ihr habt die Sitzung gestört. Aber ihr Alberne, ich muss mich neu konzentrieren. Sie muss sich neu konzentrieren. Ruhe! Da ist wieder Schildemann. Jetzt passiert etwas ganz, ganz Schreckliches. Was denn? Was denn? Mann schlägt Frau tot. Oh, das wissen wir schon. Das war Sir Simon im Jahr 1585. Könnt ihr nicht ein bisschen in die Zukunft sehen? Zum Beispiel, wann Schrecken der deutsche Meister wird? Solche Unsinn kann ich nicht sehen. In Zukunft sehen ist sehr, sehr teuer. Wir müssen erst Honorare erhöhen. Gut, dann zahlen wir das Doppelte. Ich sehe eine große Party. Viele Gespenster sind auf Party. Große Aufregung wegen Gespenster im Bedrängnis. Man will zu uns kommen, man will hierher kommen. Sie kommen immer näher und näher und näher. Sir, rauf vor der Tür steht eine Gruppe von merkwürdigen Gestalten. Ich konnte sie nicht abweisen. Wo ist hier der Chef? Hier. Wir protestieren im Namen der Genfer Konvention zum Schutze der Gespensterrechte in ihrem Haus bei ihrer Wohn- und kulturbaurischen Familie. Das Schloss gehört uns. Ich weiß nichts von weiteren Bewohnern, außer meiner Familie und dem Personal. Wenn Sie jedoch die nächtlichen Ruhestörungen meinen, denen wir seit Wochen ausgesetzt sind, dann muss ich Ihnen hiermit erklären, dass ich zu keinem Kompromiss bereit bin. Doch, denn wir müssen einen Kompromiss finden. Schaut euch einmal an, wie krank, alt und müde unser armes Gespenst geworden ist. Habt doch Mitleid. Na gut. Freunde, Gespenster, liebe Abwesende, das Leben besteht aus vielen Kompromissen. Und wir müssen zum Frieden in diesem Schloss zurückfinden. Jahrhundertelang haben meine Familie und überhaupt alle richtigen Engländer friedlich zusammen mit ihren Gespenstern gelebt. Diese Koexistenz war getragen von gegenseitigem Respekt und Anerkennung, aber auch von Rücksichtnahme und der berühmten britischen Höflichkeit. Darum, mein lieber Mr. Goodman und mein lieber Dr. Frankenstein, reichen Sie sich jetzt bitte die Hände zum Zeichen der Versöhnung der Menschheit und der Geisterwelt, auf das wir noch viele Jahrhunderte miteinander auskommen. Na schön. Freude ganz meinerseits. Endlich wieder eine vernünftige Perspektive. Aber bitte, nicht mehr so laut, mitten in der Nacht. Einverstanden. Das ist ein Jahrhundertereignis. So, und jetzt feiern wir eine Feier. Wir müssen diesen neuen Bund besiegeln. Oh ja, endlich mal wieder ein richtiges Fest mit Souffle und so. Im Keller richten wir die Disco ein. Im Garten spielen wir die große Schlacht. Also, auf an die